Da wir mittlerweile alle drei Traumeier besitzen, hat sich die Traumwelt vergrößert. Und seitdem wir in der neuen Traumwelt angekommen sind, habe ich einen Gegner kennengelernt, der es ziemlich in sich hat. Darf ich diesen Gegner vorstellen? Der Gegner, der sich gerade versteckt hat und gleich wieder zurückkommt. Da ist er. Die Piranha-Pflanze. Dieser Gegner ist sowas von heftig. Daher würde ich doch mal glatt sagen, dass ich mich erstmal um die Kraftpunkte von Mario kümmere, weil im letzten Part hatte ich den zweiten Game Over gehabt gegen diesen Gegner und fast sogar den dritten Game Over. Oh, Ultrapilze, beziehungsweise ich habe nur noch einen Ultrapilz. Die weiteren Ultrapilze musste ich wohl aufopfern beziehungsweise verwenden im Kampf gegen die Piranha-Pflanze. Die ist ja mega stark. Ja, stimmt. Um die Brüderpunkte muss ich mich auch kümmern. Das war ja der Grund, weshalb ich keine Traumattacke einsetzen konnte. Wie schaut's aus bei Luigi? Nee, ist momentan nicht notwendig. Wir müssen uns auf jeden Fall einmal hier um die Kraftpunkte von Mario kümmern. Ach ja, wo wir schon mal dabei sind, wie wäre es, wenn wir mal gucken, ob wir Bohnen haben? Ja, haben wir. Ja, ich denke, dass ich jede Bohne erstmal Mario geben werde. Moment. Konzentriere ich mich auf Mario. Vielleicht werde ich mich, ich sag mal, ab dem 65. oder ab dem 70. Part dann wieder um Luigi kümmern. Aber im Moment sind mir die Werte von Mario sehr wichtig. Ach ja, apropos Mario und seine Werte, im letzten Part hat Mario einen neuen Rang erhalten. Und dieses Mal, ab jetzt ist es so, dass jedes Mal, wenn wir einen Kampf gewinnen, bekommt Mario 20% mehr Erfahrungspunkte. Das bedeutet, er kann schnell aufgelevelt werden, was ziemlich nice ist. Ich schaue noch mal kurz in die Ausrüstungen. Wir haben ja neulich gewisse Sachen neu erhalten. Nee, mit den Stiefeln war ich relativ zufrieden, aber irgendwas war doch hier, oder? Genau. Erfüllt keinen echten Zweck, kann aber im Laden zu Münzen gemacht werden. Ah, okay, alles klar. Diese Statuen, also Silberstatuen, wollte ich mir nochmal anschauen, weil wir das in der vorvorletzten Folge erhalten hatten, dieses Item. Verbessert zeitweise deine Verteidigung, wenn du einen Pilz isst. Mitten im Kampf oder wie? Erhöht Angriff jedes Mal, wenn dein Partner bewusstlos wird. Enorm. Oh, okay. Ich meine, das ist mir ja schon voll oft passiert. Ja, gut, so wie es aussieht, müssen wir jetzt nichts an den Ausrüstungen tun. Gibt es irgendetwas, wovon jetzt Mario profitieren könnte, wenn wir ihm eine neue Ausrüstung verpassen? Nee, ich würde mal sagen, wir bleiben so, wie wir sind. Es reicht ja schon, wenn wir hier die Bohnen verteilt haben. Das hat auch auf jeden Fall einen positiven Einfluss. So, Pflanze, komm mal her. Als ob ich mich hier von deinem Feuerball nochmal treffen lasse. Gut, Leute, diese Piranha-Pflanzen beschießen uns mit Feuerbällen und die sind ziemlich schnell. Ne, das muss man sich auf jeden Fall im Kopf beibehalten. Also als ich die erste Erfahrung mit ihm gemacht hatte, dachte ich nur, was habt ihr denn für Probleme? Aber gut. Ich meine, ich kann sie dafür nicht kritisieren. Je härter die Gegner, desto besser die Kämpfe. Und ja, bis zu einem gewissen Grade, sag ich mal, auch eine schöne und nette Unterhaltung. Schnell auf die beiden zielen. Exzellent. 170 Schadenspunkte. Die beiden sind sowas von C. Ich habe das Verteidigungssymbol nicht berührt. So, schaut mal. Schnell, ne? Richtig schnell. Und die können voll lange attackieren. Also die sind sehr lange am Zug, ist mir auch in der letzten Folge aufgefallen. Ach ja, hin und wieder hat er auch irgendwie... Nein. Hin und wieder... Oh nein, kann er uns auch hier mit Fly Guys beschießen. Der arme Fly Guy. Ja, sobald man hier die Piranha-Pflanze besiegt hat, verlieren auch die beiden Blumen da hinten. Nice, wir haben eine weitere Bonusaufgabe erfüllt und Luigi ist auch kurz davor, das 26. Level zu erreichen. Das bedeutet, er müsste auch rein theoretisch den nächsten Rang erreichen. Boah, 50 Münzen. Boah, ich hätte schon gerade mir erhofft, dass da 100 Münzen auf einmal rauskommen. Aber was soll's. Ja, hier gibt es jetzt zwei Röhren, was mir aufgefallen ist. Auf die Pflanze will ich rauf. Jawoll. Ui, 94 Kraftpunkte. Mit Luigi zusammen sind das dann wie viele Kraftpunkte? 141, reicht aus.
Warte mal, bevor wir hier eine Traumattacke einsetzen. Ja, genau. Der Verteidigungswert soll sinken. Nee, ich möchte hier nichts an den Orden umstellen. Machen wir aber demnächst. Wieder eine Traumattacke. Ich würde mal sagen, Traumsprung. Ja, warum nicht? Traumhammer. Nee, Leute, also, da bin ich sowas von weg vom Fenster. Oh, ich wollte schon wieder fast auf den A-Knopf drücken. Das ist so eine Angewohnheit. Oh, wie schief. Das ist doch kein Turm mehr. Sieht aus wie so ein Handy aus den 90ern. Super, und Mario, wo bist du, Mario? Ja, 79. Boah. So, jetzt setzen wir definitiv keine Traumattacke mehr ein. Das müsste jetzt sowas von genügen. Sonst mache ich Augen wie ein Anime-Charakter, also... Das reicht. 408 Erfahrungspunkte hat Mario bekommen. Also 68 Erfahrungspunkte mehr. Ja, immerhin, Leute. Warum denn nicht? Warum nicht? Ah, so war das doch nicht richtig. So, dann müssen wir hier nochmal den Schwimmring, ich sag mal, umpositionieren. Ich weiß nicht, wie ich das hier nennen soll. Ich meine, ein Tutorial haben wir ja zu diesem Munitionsobjekt auch nicht gesehen, was ich ziemlich merkwürdig fand. Naja, vielleicht, weil sich das von selbst erklären lässt. Ich weiß nicht. So Leute, jetzt gibt es zwei Möglichkeiten, diesen Bereich zu verlassen. Entweder wir benutzen das linke Rohr oder das rechte. Fangen wir mal mit dem linken Rohr an. Okay. Hier sind zwei Attackenfragmente. Oh, ich habe irgendwie das Gefühl, dass wir hier lange verweilen werden, hier in dieser Traumwelt. Kann aber auch sein, dass ich mich irre, aber... Wie soll ich denn dieses Attackenfragment bekommen? Ach so, ja, okay, das ergibt Sinn. Ja, wie soll ich das denn sonst machen? Alleine schon, dass man mit diesem Luigi-Sions-Objekt auch irgendwie einen Einfluss auf ja, andere Objekte oder Gegenstände hat. Sieht doch aus wie so ein Regenschirm, auf welchem wir stehen. So, diese Münzen würde ich auch gerne mitnehmen. Jawohl, schöner Jump. Da ist das nächste Attackenfragment. So, wir bleiben hier auf der Seite. Mal gucken. Okay, hier gibt es nichts mehr, Leute. Dann machen wir weiter von hier aus. Bis jetzt habe ich keinen Gegner gesehen. Hier gibt es nichts. Okay, dann müssen wir wohl von hier aus weitermachen. Kann ich mich nicht einfach runterfallen lassen? Ja, wozu ist jetzt dieser Regenschirm dort? Ich nenne... mal dieses Objekt Regenschirm, okay? Nee, wir müssen hier einmal umdrehen. Sonst können wir nicht herausfinden, was sich hier befindet. Ultrapilz, super, dankeschön. Nehme ich sehr gerne an. Da ist das Attackenfragment. Ja, ich finde das voll cool, dass man hier so kleine Hindernisse hat, um die Attackenfragmente zu erhalten. Ist doch nicht schlecht, finde ich nett. Das Gehirn soll ja auch ein bisschen belastet werden. Ein bisschen, ein ganz bisschen, ein kleines bisschen. 100 Münzen, übertreib mal nicht die Lage. Also dieser Bereich ist wohl ein Bereich, in dem man sich verbrennen lassen kann. Nein, das war falsch. So ein bisschen. Genau. Und von hier aus lassen wir uns fallen, sonst kommen wir da nicht mehr raus. Boah, supi. Ich freue mich ehrlich gesagt, also, dass ich das jetzt so schnell hingekriegt habe. Ich habe gerade ein wenig Respekt vor mir selbst. Normalerweise brauche ich doch für sowas immer sehr lange. Weil ich nachdenken muss. Okay, das Rohr benutzen wir. Dann benutzen wir dieses Mal ja, das rechte Rohr. Daher müssen wir jetzt einmal hier zurück. Und genau hier vorbei. Gut, bis jetzt sieht alles gut und richtig aus. Weil jedes Mal, wenn wir uns in einem Bereich befinden... gibt es was zu bekommen, wie zum Beispiel hier. Also bedeutet das, dass wir definitiv hier einen guten Job machen. Warum ist hier ein Rohr? Okay, unter uns befindet sich ein Steinblock. Den müssen wir irgendwie aktivieren. Nice, gut getroffen. Wo ist denn Lucky Two? So, jetzt liegen sie. Das bedeutet, wir können die einfach mal ganz entspannt attackieren. Ja, Traumsprung lohnt sich hier definitiv. Ich meine, wenn sie auf den Beinen stehen, bringt das nichts. Sonst haben wir Probleme aufgrund
aufgrund den Stacheln auf ihren Panzern. Okay. So, komm schon. Exzellent? Nee, super. Okay. Allein schon. Autsch. Ah, wenn ich jetzt das Verteidigungssymbol berührt hätte, dann hätte ich die ganzen Gegner höchstwahrscheinlich besiegt. Aber ich denke, dass wir jetzt auch da kommen sollten, oder? Um jetzt das Verteidigungssymbol zu aktivieren. Na, immerhin. Krass, oh, da kommt Lucky Toad. Das war jetzt nicht so gut. Hätte doch das Verteidigungssymbol berühren sollen. Du und komm her, weg mit dir. Na, bist du wieder zurückgekehrt? Lucky Toad, was machst du denn da hinten? Das ist eine Überraschung. Ach, stimmt. Genau. Ich hätte vielleicht die Schockbombe oder so einsetzen sollen. Weil, oh, eine weitere Bonusaufgabe wäre super. Weil vielleicht könnt ihr euch ja daran erinnern, als wir auf dem Pyjama-Gipfel waren. Da hat mich so ein, ja, Vogel, welcher so ausgesehen hat wie ein Familienmitglied von Aerodactyl, der hat mich einfach mal angegriffen gehabt, weil irgendwie auf dem Touchscreen oder auf dem Topscreen gestanden hatte, benutze doch mal dieses Item, aber pass bloß auf einen auf den. Dann habe ich es total bereut. Und ich habe mich vorhin, boah, gefragt gehabt, ob man hier auch von Gegnern aus dem Hintergrund attackiert werden kann. Und als ich im Lucky Toad gesehen habe, dachte ich mir, warum setze ich keine Schockbombe an? Aber ist das nicht hier dieser Tintenfisch? Was, ey, was geht denn ab mit diesem Spiel? Soll ich vielleicht die Vase kaputt machen oder kommen da immer wieder solche Tintenfische raus? Blubber, genau, Blubber heißen diese Tintenfische. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, wie die nochmal heißen. Bringt das jetzt was? Ich meine, im Moment verstecken sie sich ja in der Vase. Doch, das bringt was. Oh, dankeschön. 10 Münzen. Gleich erstmal meinen Hammer bereithalten. Aha, oh Mist. Irgendwie das Gefühl, dass das eine Art Training ist, weil neulich haben wir ja eine neue Paarattacke gelernt, und zwar Bomben-Derby. Oder Derby. Sagen wir mal Derby. Hört sich irgendwie für mich korrekt an, stylischer an. Muss aber nicht sein, die können mich sehr gerne korrigieren. Und da muss jedes Mal Mario die Bombe treffen mit dem Hammer, wenn Luigi eine Bombe abwirft. Wir müssen aber schnell sein, ansonsten explodieren die Bomben und Luigi bekommt Damage ab, was nicht so schön ist. Wartet mal, sind diese Blubber automatisch besiegt, wenn diese Vasen da nicht mehr da sind? 150, 180. Ja, der neue Rang hat auf jeden Fall etwas gebracht. Ah, hier ist der Ausrufezeichen-Block. Gut. Es war klar, dass dieser Stein irgendwie nach oben geschoben wird. Ansonsten können wir ja das Rohr da nicht erreichen. Ach ja, seitdem wir hier sind, haben wir noch gar nicht auf die Karte geschaut. Ein Attackenfragment ist hier. Geil. Du willst also, dass wir gegen dich kämpfen, beziehungsweise du willst, dass wir um das Attackenfragment kämpfen. Kein Problem. Erstmal liegt ihr flach, das Verteidigungssymbol wird aktiviert, der Verteidigungswert sinkt und ihr bekommt jetzt eine richtig krasse Traumattacke ab, und zwar den Traumsprung. Komm schon, diesmal muss ich das besser hinkriegen. Also irgendwie mag ich diese Attacke. Aber meine Lieblingstraumattacke ist die Traumkugelattacke. Find sie einfach nur geil. Vielleicht weil sie auch die erste war, aber irgendwie, ja, macht sie Spaß. Ah, oh, Mist. Das sah so gut aus. Ui. Ui, was für ein Damage. Oh, gut gemacht, Mario. Also gut getroffen. So, wollen wir mal die Schockbombe einsetzen und uns hier mit Lucky Toad anlegen? Wo bist du, Schockbombe? So. Oder war das ein anderes Item? Geheimkartons. Vielleicht sollte man einfach mal einen ausprobieren. Okay. Was wohl passiert? Oh, der Angriffswert von dem Gegner ist gesunken. Nein! Sehr schön. Oh. Ich dachte schon, die Gegner haben den beschädigten Gegner abgeholt. Oder ihren Kollegen abgeholt. Das sah ihm so aus. Jawohl. Mal schön abwarten. Dann kann man zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen.
müssen wir auf jeden Fall mit dem Hammer arbeiten. Das Verteidigungssymbol aktiviere ich nochmal. Und ja, jetzt setze ich meine Lieblingstraumattacke ein, und zwar die Traumkugelattacke. Das müsste aber jetzt wirklich genügen. Uiuiui, ich frage mich, wie lange wir hier in der erweiterten Traumwelt verweilen werden. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass wir hier... Vielleicht ist es jetzt nur mein Gefühl, aber... Ich habe irgendwie das Gefühl, dass wir jetzt... Ja... ein bis zwei weitere Parts hier verweilen werden. Ich meine... Erstmal müssen wir ein sicheres Versteck für die Peach finden. So, die nächste Frage ist, wird das dann wirklich so sicher sein oder wird da noch was passieren? Oh, Luigi erreicht jetzt das 26. Level. Und er erreicht jetzt auch einen neuen Rang, und zwar den Sternenrang. Ja, was machen wir bei Luigi? Mehr Platz für Ausrüstung. Gib deinen Orden einen zusätzlichen Effektvorrat. Erhöht jedes Mal, wenn dein Level ansteigt, die maximale Kraftpunkte um 2, was wiederum auch gut ist, wenn wir zum Beispiel in der Traumwelt sind, weil dann würde Mario richtig krass davon profitieren. Erhöht jedes Mal, wenn dein Level ansteigt, die maximale Brüderpunkte um 1, was auch nett ist. Schnell aufleveln. Ich würde mal sagen, beim Luigi kümmere ich mich einmal nochmal hier um die Kraftpunkte. Ich weiß nicht warum, aber ich habe irgendwie so ein Verlangen danach. Und beim nächsten Rang kümmere ich mich dann um den Slot schnell aufleveln. Boah, 9 Punkte. Heftig, Mann. Kümmere mich mal dieses Mal. Na, ich kümmere mich einfach um den Angriffswert. Boah, geil, 2 weitere Punkte. 121. So, nein. Ja, ich muss mich immer noch dran gewöhnen. Oder daran denken. So, das 5. Attackenfragment haben wir schon gefunden. Leute, wir kommen ganz schön schnell voran, muss ich mal hier an der Stelle einmal erwähnen. So, hier genau. So, jetzt bin ich gespannt, was geschehen wird. Müssen wir immer noch laufen oder werden wir angehalten? Was ist das denn? Das 2 Traumkissen? Nanu. Die Lösung dieses Rätsels sollte uns den Weg ins Innere eröffnen. Wahrscheinlich wird es nötig sein, die Sperrkraft zu manipulieren. Dieses Symbol hier, es sieht genauso aus wie das andere. Wahrscheinlich müssen wir sie irgendwie zusammenbringen. Hä? Das muss ich jetzt erstmal... verstehen. Also dieses Symbol, muss das hier rein in den grauen Kasten oder wie? Also eins steht fest, wir müssen mit dem Luigi-Objekt arbeiten. So, und was bringt das jetzt? Probier mal etwas aus. Ah, okay, alles klar. So, und jetzt einmal hier. Nicht so einfach, glaube ich. So, darunter. Und wie kriege ich das jetzt so hin, dass er auch da stehen bleibt? Also, ehrlich gesagt, weiß ich gerade nicht, was ich tue. Ich wünschte, ich könnte mir das nochmal anhören. Ah, okay, ich glaube, jetzt sieht das besser aus. Doch, Leute, glaube ich, mache das gerade richtig. Doch, oder? Ja, sehr schön. Ich konnte mich nicht mehr bewegen. Okay, ich musste das erstmal gerade ein bisschen begreifen, weil hin und wieder denke ich das falsch verstanden habe, wobei ich es richtig verstanden habe. Deswegen war ich mir gerade nicht so sicher. Aber gut, immer das lesen, was, ja, zum Beispiel in diesem Fall Traumbert einem sagt. Hey, Blockhilde, oder? Los, Jungs, hier entlang. Das müsste Blockhilde sein. Nee. Sorry, das ist Samuel. Also, das sind doch die Lippen von Blockhilde.
sagt die Karte. Und ist da etwas über uns? Ein blaues Rohr? Hä? Was ist das denn für ein Bereich? Boah, Leute, ich glaube, wir haben hier richtig viel zu tun. Ohne Witz jetzt. Hey, Blockhilde, was geht? Hihihi, willkommen. Was würde euer Herz erfreuen? Ein Kessolatte auf jeden Fall, das wäre nett. Müssen wir irgendwelche Items kaufen? Ultrapilz 90. Ja, Pilze kaufen wir uns welche. Gleich mal 10 Stück. Sirup. Ja, Sirup auch auf jeden Fall. Sirup brauchen wir definitiv sogar. Und wir kaufen uns nochmal, wo wir schon mal hier sind, einige Ultrapilze. So ist die Reise viel entspannter und angenehmer. Gleich mal 10 Stück, das reicht. Und wir schauen uns nochmal die Ausrüstungen an, vielleicht. Gibt es irgendwas Neues im Geschäft? Was wir noch gar nicht in der Sammlung haben. Glasstiefel. Was? Ja, damit. Soll ich vielleicht nochmal einen Glasstiefel kaufen für Luigi? Mach ich. Glashammer. Ja. Nochmal. Ah, wieso stelle ich das nicht von Anfang an so ein, dass ich mir 2 Stück von dem Item kaufe? Ui, das sieht mega geil aus. Heldenhose. Der Angriffswert steigt, der Verteidigungswert steigt, die Geschwindigkeit steigt, aber dafür sinkt der Bartwert. Nach 3 Runden wirst du bewusstlos. Nee, danke. Das kann ich echt nicht gebrauchen. Okay, gut. Dann würde ich mal sagen, wir checken die anderen Ausrüstungen ab. Oder sind das... Achso, die sind alle schon gleich hier aufgelistet. Gut, das reicht. Nee, nix eigentlich, danke. So, von hier aus kommen wir nicht weiter, ne? Gut. Gut, das bedeutet, wir müssen diesen Bereich hier verlassen. Das blaue Rohr lassen wir noch einmal außer Acht, weil wir uns jetzt noch nicht hier alles angeschaut haben und mit Samuel haben wir auch noch gar nicht gesprochen. Aber bevor wir hier weitermachen, rüsten wir Mario und Luigi aus. Glasstiefel, genau. Und was ist mit Luigi? Profitiert er auch davon? Aber sowas von. So. Neue Hämmer haben wir uns ja auch gerade geholt. Glashämmer. Ja. Und Mario, du auch bitte. Definitiv. Was für eine Schnapszahl. Beziehungsweise 2 Schnapszahlen. Geil. So, sprechen wir mal kurz mit Samuel. Ich bin schon ziemlich gespannt, was er zu sagen hat. Ah, okay. Von hier aus geht es auch nicht weiter. Gut, wir müssen das lilane Rohr jetzt gleich betreten und danach das blaue Rohr. Okay, Samuel. Können wir von hier aus die Traumwelt nochmal erweitern? Genau, Freunde, ihr habt's geschafft. Und habt ihr das zweite Traumei bei euch? Ah, okay. Habt ihr auch all die Items aufgesammelt, die ich für euch verteilt habe? Noch nicht, oder? Was? Moment mal, ihr sagt, ich hätte Items und Monster verteilt? Ja. Niemals, Partner. Das ganze Gebiet ist ganz neu. Monster sollten da überhaupt nicht drin sein. Mario, ich weiß ganz genau, was du meinst. Ich habe das selbst mitbekommen. Falls da aber wirklich Monster sind, dann müsste etwas extrem Böses sie angezogen haben. Stimmt, das wäre schlecht. Wenn etwas Böses in der Traumwelt ist, müssen wir Peach noch tiefer ins Innere bringen. Alles klar, Partner. Du weißt, was jetzt kommt. Mach das Traumei bereit. Nice, die Traumwelt wird schon wieder erweitert. Sehr gut, genau das solltest du bringen. Dieses Traumei wird die Traumwelt extrem anschwellen lassen. Ziemlich unglaublich, aber trotzdem wahr. Okay, das bedeutet, die Traumwelt hier wird doch logischerweise noch einmal erweitert, da wir ja schon mal diese Traumwelt erweitert haben, nachdem wir dem Samuel ein Traumei gegeben haben.
Und wir haben ja insgesamt 3 Traumeier. Und nach diesem Traumei haben wir noch ein weiteres Traumei. Okay. Ja, das ergibt Sinn. Am Anfang sieht das immer so aus wie ein Traumportal, aber ist es nicht. Geil, ey. Richtig geil. Perfekt, so kommen wir viel tiefer in die Traumwelt und da wird es auch sicherer sein als hier. Ich bilde die Vorhut und verteile schon mal ein paar Items für euch. Passt aber auf, dass ihr auch alles einsammelt. Denkt dran, ihr müsst es euch verdienen. Ja, da hast du auf jeden Fall recht. Mario. Peach, bist du das? Ja, sie ist es tatsächlich. Du hast also noch einmal die Traumwelt für mich vergrößert. Das ist so süß von dir. Ich werde hier warten, bis du wieder bei mir bist. Oh, das ist doch nett. Pass gut auf dich auf. Da draußen lauern sicher viele Gefahren. Ach, so eine Frau wie Peach. Also, auf den Charakter bezogen, das muss schon bestimmt cool sein. Okay. Rein in das lilane Rohr. Mal gucken, was hier passiert. Also, ich denke, dass wir wieder Items und Monster treffen könnten. Wobei, wartet mal. Wie waren wir doch schon mal? Ich fühle mich gerade irgendwie geprankt. Ja, klar. Das ist cool, dass sie das gemacht haben. Das ist mega cool. Lockhilde brauchen wir nicht besuchen. Okay. Ja, Leute, es ist nicht verkehrt, wenn man noch einmal alles ordentlich absucht und sich nochmal anschaut und mit der Karte zusammenarbeitet, weil dann weiß man zu 100%, dass man alles gemacht hat und sich mit allem beschäftigt hat. Nein, nicht da rein. Von hier aus sind wir doch gekommen. Ja, von hier aus sind wir doch gekommen, oder? Ah ja, und eine Sache sollte man auf jeden Fall nicht tun, und zwar übertreiben, so wie ich, weil dann bringt man sich auf unnötig durcheinander. Wir waren doch schon mal hier, Kanscher, Mensch. Jetzt streng doch deine Gehirnzellen an. Hast du doch jahrelang getan. Muss auch in den LPs so drauf sein, Junge. Peach, wir sehen uns. Mach's gut. So. Ein neuer Bereich in der erweiterten Traumwelt. Was sagt die Karte? Hier ist ein Speicherblock. Ja gut, Leute, wisst ihr was? Ich würde mal sagen, wir speichern hier ab. Vorher gucken wir uns an, was wir hier finden. Einen Superbonbon. Alles klar, Leute, alles klar. Wir speichern hier ab. Und im nächsten Part, ja, erweitern wir hoffentlich die Traumwelt noch einmal, um ein sicheres und besseres Versteck für die Prinzessin Peach zu finden. Danke, dass ihr eingeschaltet habt, Leute. Ich hoffe, der Part hat euch Spaß gemacht. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Macht es gut und tschüssi, Leute.